Und wenn wir endlich mal begreifen, dass wir als Nation stark sind, zusammen als Muslime, als eine muslimische Nation, als eine Nation, egal ob wir Afghanis, Pakistanis, Griechen, Türken, Italiener oder Deutsche sind, egal ob wir Helmut heißen, ne, Stephanos oder Ahmed, in dem Moment, dass wir alle an diesen einen gemeinsamen Gott glauben, in seiner Sprache sprechen und vor ihm niederknien, gehören wir zu dieser einen Nation an, also dieser einen Umma. Und das, überlegt mal, was wird passieren, wenn 2 Milliarden Muslime niederknien? Ihr habt alle mal Erdogan euch angeschaut, nicht? Erdogan. Du kennst Erdogan nicht? Ne? Erdogan? Ja. Kennt ihr doch, oder? In Deutschland ist das nicht so bekannt, die Serie, aber... Hey, in England, wenn ich Erdogan sage, sind alle... ja. Wirklich? Das muss doch, come on, bei so vielen... Subhan. Mashallah. Also, Ertuğrul, da ist eine Szene... Türkische Serie. Da ist eine Szene, oder nehmen wir mal was anderes. Ein sehr schöner türkischer Film. Habe ich mir aus der Türkei mitgenommen. 1453. 1453, die Öffnung von Konstantinopel. Und da siehst du, Sultan Mehmed fertig mit Millionen von osmanisch-muslimischen Soldaten hinter ihm stehen. Sie alle zusammen in Sujud, alle zusammen in Ruku. Wahnsinn! Du kriegst Gänsehaut, wenn du das siehst. Du kriegst Gänsehaut, du siehst, wow. Jetzt überlegt ihr mal, wir kriegen Gänsehaut als Muslime. Nicht-Muslime rennen in die Toilette. Die haben ein Problem damit. Klar doch. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Millionen von Menschen, die Allahu Akbar schreien. In Wien, das, was die Wiener am meisten Angst gemacht hat, die 2 Belagerungen, die sogenannten Türkenbelagerungen, das, was denen am meisten Angst gemacht hat, ist von weitem und vom Näherem Allahu Akbar. Allahu Akbar. Die Türken kommen. Das hat denen Angst gemacht. Bis heute. Glocken, die Glocken sind immer noch heute in Wien, hört man sie ab und zu mal. Es gibt bestimmte Perioden, wo sie klingen. Da gibt es bestimmte, die wissen die Wiener auch selber nicht. Das sind bestimmte Perioden, die sie haben, die sie daran erinnern sollen an die 2 Belagerungen. Des 16. und des 17. Jahrhunderts. Bis heute noch. Bis heute noch. Wir reden gerade von 400 Jahre später. Hey, also das ist keine Kleinigkeit. Ne? Wir müssen nicht denken, ach ja, zusammenkommen, ist ja eine schöne Sache. Ne? Wir reden hier nicht von zusammenkommen, um Spielkasten zu... Wir reden hier gerade, zusammenzukommen als Nation, als Umma. Als Umma, als was wir eigentlich sind. Wir sind eine Umma. Wir sind eine Umma. Vielleicht eine sehr schwache, eine kaputte. Trotz allem sind wir eine Umma.